Ein Siedewasserreaktor verfügt über zwei Kreisläufe, den Wasserdampfkreislauf und den Kühlkreislauf. Die beiden Kreisläufe sind strikt voneinander getrennt. Nur an einem Ort wird zwischen den Kreisläufen Wärme übertragen. In den Kondensatoren wird der Wasserdampfkreislauf durch den Kühlkreislauf gekühlt. Im Wasserdampfkreislauf fließt Wasser in den Reaktor hinein und zwischen den Brennelementen hinauf nach oben. Dabei erwärmt es sich auf rund 280 Grad. Da das Wasser unter hohem Druck steht, beginnt es erst bei dieser hohen Temperatur zu sieden. Der so entstehende heiße Dampf wird aus dem Reaktordruckbehälter hinaus und auf die Turbinen geleitet. Er trifft auf die Laufräder und treibt dadurch die Turbinen an. Die Wärme wird zu Rotationsenergie. Hat der Dampf die Turbinen durchströmt, gelangt er in die Kondensatoren. Dort wird der Dampf abgekühlt. Er kondensiert an der kalten Außenwand der Rohre des Kühlkreislaufs und rieselt als Wasser hinunter in ein Auffangbecken am Boden der Kondensatoren. Beide Kreisläufe sind strikt getrennt und kommen miteinander nicht in Berührung. Es findet lediglich eine Übertragung von Wärme statt. Das im Auffangbecken der Kondensatoren gesammelte Wasser wird über Rohre zurück in den Reaktor geleitet, wo der Kreislauf von neuem beginnt. Im gesamten Kreislauf geht kein Wasser verloren, es verändern sich lediglich Temperatur und Zustand.